Hallo, hallo, ihr Landratten und Seemäuse und so, war jetzt doof, egal. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue und heute steht ein bisschen Erkundung auf dem Programm. Und zwar würde ich sagen, wir fahren hier rum, nehmen uns den Ort hier mit und dieses Bandenhauptquartier. Und da diese Mission hier auf dem Wasser ist, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dann dahin zu gehen oder ob wir nicht erst dann in der nächsten Folge... Huch, wo bin ich denn? Da wollte ich nicht hin. Hallo? Da wollte ich gar nicht hin. Nein, Quatsch. Nein. Habe ich das jetzt markiert? Das wollte ich nicht. Habe ich nicht. Gut. Was ist denn los? So, jetzt nochmal. Ob wir dann nicht erstmal unser Schiffchen wieder aufrüsten, bevor wir die Mission angehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten kleinen verschlafenen Örtchen. Captain am Steuer! Ob das heute so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Okay. Öffnen und trimmen. Na los, spannt die Leinen. Wir müssen, glaube ich, wenden, ne? Ist richtig? Jeden Zollsegel. Setzt Top, Bram und Marssegel. Oh, all away for the windy weather, boys. All away, boys. All away. Oh, all away in full swing. All away, boys. All away. Ja, das Nachschublager. Lass uns jetzt mal Nachschublager sein. Wir holen uns unser Zeug dann anderswo. Und zwar wahrscheinlich im Nordatlantik. Schalt gut in Sicht, Captain. Hebt den Wind nach. Und da sind wir auch schon. Und so. So. Das Kreuzchen ruft. Okay, mal wieder Bambis und da läuft schon wieder so ein Bambi. Die sind aber auch echt sehr gut bestückt im Gegensatz zu manch anderen Tieren hier. Also Bambis brauchen wir nicht. Erstmal. Ich sehe mich schon irgendwann nach Bambis suchen. Aber jetzt erstmal nicht. So, wir gehen mal zum Aussichtspunkt. Und schön hier. Oh, ein Außenposten. Okay, bevor der wieder zurückgesetzt wird, gehen wir natürlich erst zum Außenposten. Und schleichen uns mal hinein. Da sind wir auch schon. Und da ist auch schon unser erstes Opfer. Das war praktisch. Jetzt bringt er wieder die Leute da um, ne? Oh. Ja, ist egal. Oh, oh, sieht er uns? Ich hoffe, hier ist kein... Mist. Nein, das tust du nicht! Ist gut gegangen? Oben ist nämlich eine Alarmglocke. War jetzt nicht so schlau. Was machen die denn da? Wir warten mal kurz. Lefebvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie.
Je colle sa patrouille. Moment. Dana, va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Lefèvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je colle sa patrouille. Geh schon weg. Beruhigt euch wieder. So, er geht weg, er hat die Schnauze voll und er geht auch wieder auf seinen Posten. Oder auch nicht. Ja, ja. So, die Alarmglocke ist irgendwo da oben. Wir sitzen jetzt. Ah, gerade war die Position so gut und dann haben wir es verkackt. Okay. Egal, wir machen das Beste draus. Er sucht da hinten rum. Jetzt aber gleich nicht mehr. Dann holen wir uns erst den Schlüssel. So, er geht wieder. Oder auch nicht. Ah, der wird halt immer wieder alarmiert. Weil der doof ist. So. Da oben habe ich gerade den zweiten Schlüsselträger gesehen, aber wir müssen erstmal in Deckung. Oh! Das war riskant. Na komm her. Dama, va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Arrête de gueuler. Die Regeln hat schon. Patrouille, on en reparlera demain. Alles gut. Dama, va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort. So. Hä? Wie habe ich denn jetzt den Schlüssel gekriegt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist die einzige Alarmanlage hier. Ich weiß nicht, wie wir jetzt an den Schlüssel gekommen sind. So, ich laufe mal eben hier rüber. In der Hoffnung, dass mich keiner sieht. So. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so gut. Drei Stück. Zwei, eins. Das ist jetzt die Chance. Oh, oder auch nicht. So, dann holen wir uns den da oben noch schnell. Hm, da schießt einer auf uns. Der schießt auch auf uns. Oh! Aua. Hopp, hopp. So. (lacht) 22 Metall immerhin. Die Frage ist, wenn ich die da anrenne, kriege ich die beide oder sehen die mich beide? So, legt euch mal schlafen, Jungs. So. Alles klar, dann mal raus hier. Irgendwie, ich weiß wieder nicht, wie wir reingekommen sind. Aber wenn sie uns jetzt sehen, ist nicht schlimm. So. Hier ist noch eine Truhe. Wenn sie schon mal da rumliegt, nehmen wir sie mit.
So. Metall und 2000 extra für die Alarmglocke. Schön. So, wir müssen... Oh Gott, wie kommen wir denn da oben hin? Ich sehe schon. Hier wahrscheinlich. Kommt der hier hoch? So. Okay. Was ist das hier? Achso, Außenposten, das war das gerade von gerade. Ansonsten ein paar Biber, ein paar Bambis, ein Wohlstand, den wir mitnehmen könnten. Ja, manchmal ist ein bisschen mehr, manchmal ist gar nichts. Aber der Außenposten hat sich ja schon gelohnt. Der Wohlstand ist da hinten, ne? Das heißt, wir können hier runterspringen. So. Hier rüber. Das wollte ich nicht. Komm ich da hinten rüber? Gibt es da eine Brücke? Ja, da gibt es eine Brücke. Je sens sécurité. Sécurité. Hüpf, hüpf, hüpf. So. So. Das Bambi lass mal leben. Brauchen wir gerade nicht. Mein Schiff liegt irgendwie schief. Oh Gott, wie liegt das Schiff denn hier? Was macht ihr denn hier mit meinem Boot? Wow. Ja, ihr seid mir ja eine Crew. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, hier drauf zu gehen. Wie er da steht. Okay, sag mal, merkt ihr noch was? Captain hat das Ruder. Ja, ich sehe schon, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das war ja jetzt ätzend. Oh, hier ist Sperrgebiet. Okay, wir schauen mal. Wie doof. Treib gut, wartet auf Aufnahme, Sir. Ja, brauchen wir jetzt auch, weil ihr mein Schiff hier geschrottet habt. Kein Grund, mit dem Singen aufzuhören, Freunde. Obwohl, bei dem Lied bin ich jetzt echt nicht traurig. Alle außer Großberg! Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. For we received doors for the self-for-o-ring. Dieser Teil der Küste könnte... Einhold! Einhold! So. Liegt die auch an? Was ist denn hier los mit meinem Schiff? Ich hab doch angedockt, oder? Captain am Ruder!
gesteuert! Fahr nochmal ein Stückchen. Halbe Segel! Raus aus dem Wind! Anker runter! Keine Ahnung. Ich will jetzt die Schuld nicht auf jemanden schieben. Wahrscheinlich habe ich es vergessen. So. Sperregebiet. Bandenhauptquartier. Die Giftvorräte sabotieren, den Bandenführer finden und töten und die Flagge streichen. Okay. Soweit klar. Hier müssen wir überall vorsichtig sein. Ein bisschen Munition. Hallo, Huhn. So. Oh, da stehen schon ein paar Kameraden. Was war eigentlich mit den Hühnern? Was man. Oh! Oh, wie süß! Pock, pock! So viel Zeit muss sein. So. Na, er hier. Was macht er? Alles klar. So. Da hinten sind die Giftvorräte. Was? Nein. Keine Zeit. Scheiße. Hab ich nicht gesehen. Bleib weg. Bleib weg. Ach, scheiße. Nein! Was macht er denn? Oh nein, der Hund. Ich hoffe, ich muss ein bisschen... Oh nein, ich muss da hin. Wenn ich den hier schlafen lege, geht dann der Hund weg, weil ich will nicht, dass der Hund da steht. So, du schläfst. Gute Nacht. Du Hund, du musst aber jetzt da weg. Bitte, ich will das jetzt nicht machen. Ich bin da komisch drin. Ich mag das nicht. Ja, tut mir leid. Ich guck nicht hin. Oh Gott, geh weg! Achso, die schlafen nur, ne? Der Hund schläft nur. Guck mal, die schlafen alle. Das ist schön. Das waren die Giftvorräte. Eins von drei. Auf dem O. You, stop. Nein. Alter, das gibt's doch nicht. You are amazingly bad at this. Out of there. Nein. Oh, oh. Oh. Der sollte sich doch nur schlafen legen. Hört er mich? Nee, ne? Der hat mich gehört. Was läuft denn heute falsch? Was ist denn los? So. Ja, komm her. Komm, jetzt kuschelig. So, jetzt wo wir zu dritt sind, Er steht da ja wieder großartig.
krieg den nicht mit. So. Dann müssen wir hier rüber. Müssen wir hier, ah, bin ich entgegen. Ich mal hier rein. Willi will es wissen. So. Ein bisschen Munition. So. Bandenführer ist noch ein Stückchen weg. Hört mich auch nicht, ne? Hey, Franz. Wo ist er? Schön hier. Oh, guck mal da oben. Oh, guck mal da oben. Oh, ich sehe nichts. Hallo? Bei dem hilft auch nichts, ne? Kein Schlafpfeil, kein... Ah, ist blöd. Ist er weg. Toll. Boah, da stehen aber viele. Ich bin jetzt mal hier drüben. Oh. Nein, lass los. Oh, Shay. Oh. Das war nicht so klug. So, mein Herr, kommen Sie mal weg hier. Hallo, kann ich den befreien? Ich will den nicht... Hä? Hallo, ich will den befreien. Wenn ich jetzt hier die Giftvorräte-Dingens kaputt mache, dann ist er doch tot. Ja, tut mir leid. Ihr seht es selber. Ich würde ihn gern befreien, den Armen, aber ich kann nicht. Und ich muss das jetzt hier leider... Es tut mir leid. Ich hoffe, der schläft nur. Ja, ich weiß es auch nicht. So, die Flagge und den Bandenführer. Beide zusammen auf einem Flecken. Das ist toll. Den Bandenführer haben wir wieder verloren. Das ist noch besser. Immer so blöd, ey. Oh! Toll. Aua. Fast tot. Oh, fast tot. I'll catch up with you one way or another. Mark my word. So. Läuft er wie am Schnürchen hier gerade. So, es muss auch mal solche Tage geben.
So. Wir haben es ja geschafft. So. Wo sind wir denn? Wo ist denn unser Schiff? Ich habe uns gerade verloren. Seht ihr mein Schiff? Ach, da oben. Okay. Alles klar. Dann könnten wir jetzt in dieser Folge vielleicht noch das hier mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Und in der nächsten Folge gehen wir da mal ein bisschen brandschatzen. So. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich schon mal ein bisschen anfange. Aber wir brauchen ja wieder immens viel. Und euch dann einfach dazu hole und wir dann... Ihr wisst schon. Dann machen wir den Rest zusammen. Dann ist das nicht so viel. Weil interessiert ja wahrscheinlich auch nicht alle so. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig, immer hier den Mittelweg zu finden. Wenn ihr aber das alles sehen wollt, wie gesagt, scheut euch nicht, es mir zu sagen. So. Oh. Was ist so süß? Pock, pock. Aber manchmal in die Bank leer, wenn wir schon mal hier sind. Das ist die Flotte. Die Bank ist hier, ne? Ja. So, also um Geld braucht man sich hier wirklich keine Sorgen machen. Munition fürs Schiff haben wir voll. So viel ich weiß. Können wir denn... Ja, wir wollen mal gucken. Vielleicht können wir ja schon mal irgendwas... Den Tabak können wir wieder verkaufen. Ja. So. Kaufen. Verbesserungen. So, Rumpfpanzerung. Brauchen wir einen Bauplan für. Da können wir sowieso vergessen. Breitseitenkanonen. Boah, wir brauchen so viel Metall. Ist jetzt gerade auch nicht drin. Burgkaronaden. Vielleicht. Die schweren Kugeln brauchen... Die Baupläne. Ja, die brauchen wir dringend. Da müssen wir unbedingt drauf achten. Die Baupläne. Braucht auch einen Bauplan. Den Rammsporn könnten wir machen. Aber vielleicht... ...60 Metall, Stärke der Bomben. Ja, die können wir schon mal machen. Moment, ich guck mal eben kurz. Es braucht halt für alles Metall. Fackelgewehr, 40 Metall... Stauraum für schwere Kugeln. 80 Holz, da haben wir genug von. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Stauraum für Mörserkugeln. Brauchen wir einen Bauplan? Wir haben eigentlich schon gut aufgerüstet hier. Mannschaftsquartiere. 100 Stoff, 100 Holz. Warum nicht? So, Frachtraum, Panzerung des Beiboots. Oh, das haben wir sogar schon gepanzert. 100 Holz können wir auf jeden Fall machen. Die Harpune können wir auch. Dann können wir nicht mal auf Waljagd gehen, wenn wir sowieso in den Nordatlantik gehen. Und der Laderaum für Harpune ist auch noch drin. Komm, dann machen wir unsere Walfangstation hier frisch. So, und auch das noch. So, wir sind für den Walfang auf jeden Fall gerüstet. Exzellenter Laderaum. Nochmal 70 Holz, komm. Was soll's? Haben wir auf jeden Fall genug. Alles auf volle Pulle. Da können wir Wale fangen gehen, bis zum geht nicht mehr. Stauraum für brennendes Öl benutze ich eigentlich selten. Das Packelgewehr können wir vielleicht noch machen. Die Trommelgröße. Wir 40 Meter herkommen. So, und dann versuche ich noch die Stärke der Bomben. Machen wir auch noch.
dann sind wir auf jeden Fall für die Seeschlachten erstmal zum Brandschatzen haben wir erstmal gute Voraussetzungen und 30 Metall, 10 Holz. Ja, komm. Ja, komm, wenn wir mal brauchen. So. 4 können wir gar nicht mehr machen ohne Baupläne. Ich denke nochmal drüber nach. Wir gucken mal. Auf jeden Fall gehen wir ein paar Wale fangen und wir machen das alles mal. Mal gucken, ob es in der nächsten Folge oder nicht. Achso, Moment. Jetzt muss ich auch noch Munition wieder kaufen. So. Können wir ja mehr mitnehmen. Der Rest ist voll, ne? Ja. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Aber sowas von. So. So, jetzt ist es doch schon später geworden. Die freuen sich. Dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal aus. Bei Gelegenheit, wenn wir Lust haben, gucken wir uns das nochmal an. Jetzt gucken wir erstmal, was wir in der nächsten Folge so machen oder nicht machen. Wir werden sehen. Vielleicht machen wir auch erst die Mission. Wir können sie uns ja zumindest mal anschauen. Alles zu seiner Zeit. Ich muss ja selber erst drüber nachdenken. So, jetzt aber genug geredet. Ich gehe jetzt in meine Kabine. Boah, so geil hier. Man müsste sich noch aufs Bett setzen können oder so. Das sind so Kleinigkeiten. Oder auf den Sessel. Ich weiß, das ist nicht spielfördernd, aber es sind so Kleinigkeiten. Egal. Unser Shay wartet auf uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Rogue. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.